dann haben wir hier einen Dreier. Super. Ich habe den natürlich genau dahin gebaut, wo das Fenster hinkommen soll. Und auch hier eine Fackel. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt dadurch dann viel mehr Schweinchen einsammeln kann. So, mal schauen, wie viel das ich noch habe. Ja, es geht noch einiges. So, dann habe ich jetzt schon mal. Ja. Drei Stück fertig. Und ich muss mir jetzt dann gleich nochmal das anschauen, wie groß das, der Platz dann ungefähr ist. Ob ich jetzt dann noch einen fünften mache oder nicht. Ich weiß dann nur eins, bevor ich dann richtig anfange. Ja, okay. Das müsste auf jeden Fall reichen. Das heißt, das ist dann hier der Schlagschatten. Muss ich mal nochmal dahinter laufen. Und dann sind es ja nochmal drei, also nochmal vier. Gut. Das heißt jetzt, das ist eins, zwei, drei. Das ist eins mit Schlagschatten. Und dann heißt nochmal, vier. Das müsste auf jeden Fall ausreichen, hoffe ich mal, die ganzen Schweinchen dann mitzunehmen. Ja, eins, zwei, drei. Ja, einen brauche ich noch. Dankeschön. Wieso habe ich eigentlich mein Transportation Table nie mitgenommen? Ich bin eigentlich auch aberwitzig. Jawohl. Das heißt, ich habe jetzt diesen auch fertig. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich den die ersten Dinger dann zuspannen muss. Wenn ich dann das Zeug wieder auf die Platten raushauen muss. Ich schätze mal danach, welche überrannt oder so. Das schaut immer schlecht aus. Und, ja. Yeah. Ist ja gut. So, das heißt, ich muss jetzt da drauf hüpfen und da lang laufen. Okay. Dann stimmt es so. So, zumachen. Schlagschatten reinbauen. Drei Stück. Und die Kurve. So, das heißt jetzt dann für mich wieder. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Und ich muss jetzt wegen aufpassen, weil ich glaube, mir gehen langsam die Steine aus. Und diesmal nehme ich aber dann den Transportation Table mit. Und zwar komplett. Nee, okay, von denen habe ich noch ein paar. Aber von denen habe ich nicht mehr viel.
Und ich muss ja da auch noch um die Ecke bauen. Dann hätte ich gesagt, machen wir es so. Und dann heißt es Klack. Und dann heißt es hier auch Klack. Sauber. Wirklich sauber. Nach unten hüpfen. Und ich kann hier fast alles zumachen. Ja, mittlerweile haben wir ja teilweise den Bogen raus, beziehungsweise den muss ich wieder aufmachen. Und dann heißt jetzt wirklich schön, naja, okay, wobei ich kann nicht richtig Gummi geben, weil ich ja die andere Seite noch nicht richtig habe. Und das heißt, das ist jetzt dann gleich, wenn ich jetzt dann wieder zurückkomme, meine nächste Arbeit. Die andere Seite ist sauber hinzukriegen. Dass wir jetzt dann die Plattform sauber machen können. Oh. Was ich auch noch beim Überlegen bin, ob ich die komplette Fläche unter okay, nicht unter. Wiedersehen. Sind das Schweinchen? Ist da ein Schweinchen? Da ein Schweinchen? Nö. Nix. Gut, dann hätte ich gesagt, hauen wir den ab. Und das machen wir so. Gut. Okay. Verdammt. Geht das nicht? Doch. Hätte mich jetzt schon gewundert, wenn das nicht gegangen wäre. Okay, das sind Türen drin. Und das heißt, ich muss jetzt die Plattform auf der Seite dann jetzt auch vergrößern auf 5 Schlagschatten. Wie gesagt, der Vorteil ist jetzt, dass ich jetzt mein die Table dabei habe. Also das heißt, ich kann jetzt dann gleich hier alles vor Ort machen. Ja, und das da, sollte ich auch nochmal so machen. Sondern jetzt wirklich nur den Innengang erstmal. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob es überhaupt reicht. Von Steinen her. Ich habe ja immer nur so eine leichte Befürchtung, dass ich dann kurz vorm Finish dort stehe wie so ein Depp und mir die Steine ausgegangen sind. Gut, dann heißt es jetzt auch für mich hier. Das sind drei. Oh, ja. Naja, ist ja jetzt egal. Ich kann ja ein paar dann trotzdem rausziehen.
Ein bisschen was habe ich ja noch übrig. So, aber was ich nicht mehr übrig habe, sind normale Steine. Okay. Ist ja der Wahnsinn. Aber Fackeln werde ich jetzt auch gleich brauchen. Weil die gehen mir lang, die gehen nämlich auch langsam zur Neige. Ich komme mir schon vor, als hätte ich für Minecraft die diese Burgen da bauen, wo halt immer in die im Nether sind, die Netherfestungen. So, dann kommt der dahin. Da kommen drei dahin. Und die da werden auch gleich zugemauert. Jawohl. So, das heißt jetzt, dann habe ich hier Schlagschatten Nummer 3. Das heißt jetzt wirklich Vollrohr arbeiten. So, das ist Nummer 3. Das ist Nummer 4. Eins, zwei, drei. Das ist Nummer 5. Oh, das war jetzt sehr. Wow. Oh Gott sei Dank baue ich doppelt. Jetzt ist mir gerade warm geworden. Aber so richtig. Eins, zwei. Verdammt. Ich bin mir jetzt nicht mehr gerade sicher. Aber ich glaube, ich könnte es durch die. Durch diesen Bereich hier rauskriegen. Ob es passen wird. Ist schon der Wahnsinn, was ich da an Stacks Stein verbaue jetzt momentan. So, schaut ganz gut aus. Das heißt, ich baue jetzt ganz schnell die da fertig. Gut, dann heißt es hier 3 beziehungsweise Stopp. Muss ja die obere Linie auch noch fertig machen. Dann haben wir noch mal 3. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Auch gleich die Dinger hinmachen. So, dann hüpfen wir auch mal gleich hier nach oben. Das heißt, schön nach hinten laufen. So. Mache ich auch gleich den Weg fertig. Und dann heißt Steinchen oben hinsetzen. Und zumauern. Schlagschatten.
Das heißt, die Seite kann ich auf jeden Fall komplett zumachen. Kommt Schlagschatten hin, Schlagschatten hin. So, und jetzt, soweit ich das weiß, war das nämlich komplett so. Okay. Das Problem ist jetzt nur, ich habe wirklich keine Ahnung. Und bevor ich jetzt hier irgendeinen Scheiß bastel, muss ich halt wirklich mal auf die andere Seite rüber und gucken, was ich da so bastelt habe. So, das sind dann 1, 2, 3 von außen. Das Problem ist, ich habe hier noch keinen draußen. Aber das werden wir jetzt ganz schnell machen. Aber ich brauche jetzt dann auch gleich Halbsteine, weil ist ja ganz schöne Lücke, was ich da hinterlasse. So, das Wichtigste ist, dass ich schnell noch meine Fackeln setze. Das ist die hier, die hier, die hier, die hier und die hier. Und bevor ich jetzt die restlichen mache. Hauen wir mal die Halbstufen hin. Ups. So, das sind jetzt 2, 4, 5 Schatten und dann kommt ein Dreier. Und dann kommt wieder ein Dreier. Alles klar. Das heißt jetzt, ich habe jetzt hier meinen Dreier. Und ich wundere mich gerade, warum dass ich so viele Steine setzen kann. Gut. Das heißt jetzt, der hier ist die Ecke. So, das sind dann 1, 2, 3 und 4. Alles klar. Dann, ja, bauen wir mal wieder falsch und schmeißen den auch gleich runter. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann hätte ich jetzt auch gesagt, ist das wichtig? So, und jetzt ist die andere Frage, habe ich das hinten auch so gemacht oder nicht? Mir egal, hier mache ich so. Ah, klasse. Gut. Wie gesagt, dann haben wir jetzt einigermaßen jetzt eine Basis, dass ich jetzt dann richtig draufhauen kann.
So. Und dann mache ich gleich von außen dicht. Alles klar. Dann habe ich das auch so. Super. So, Schlagschatten raushauen. Die Table mitnehmen. Schlagschatten wieder reinbauen. So, das heißt jetzt für mich, ich muss jetzt wirklich in eine Kordeseile. Die Plattform erweitern. Nur das Problem ist, ich habe leider keine Ahnung, wie viel Zeit das verstrichen ist, weil ich habe mal wieder vergessen, auf meinen Timer zu drücken. Mist. Gut, ja, und da die Zeit ja auch weitergelaufen ist, als ich vorhin mal kurz pausiert habe, weil ich vergessen habe rauszugehen, kann ich jetzt die Zeit auch nicht mehr nehmen, aber ich vermute, dass jetzt bald wieder eine Stunde rum ist. Und das heißt also, ich werde es dann nicht mehr in dieser Session schaffen, komplett, das Ding fertig zu bauen. Das heißt, ich werde es erst in der nächsten Fa schaffen. Aber wenn man sich das Ding auch anschaut, das ist ja auch gigantisch geworden. So, das heißt, ich stehe jetzt hier und ich sehe von hier aus das hinterste Eck, wo dann die Schweinchen noch stehen werden. Und wie gesagt, ich bin ja gespannt, ob das so funktioniert, wie ich es überhaupt vorhab. Wie gesagt, ich möchte ja die. Ich habe sonst immer die Probleme gehabt, dass einige Schweinchen sich nicht angesprochen gefühlt haben, wenn ich eins kauen habe. Und ich hoffe, dass ich jetzt dieses dann hier umgehen kann, indem dass ich ran, wie gesagt, rumlaufe. Dass ich dann wirklich alle mitnehme. Aber das sehen wir halt wirklich erst, wenn ich es testen kann. So, dann habe ich hier noch meine zwei Fackeln. Die schlage ich gleich wieder ab. Gut, das heißt, ich habe noch ein Stack. Das ist doch schon mal schön zu wissen. Gut. Dann heißt es, du kommst dahin. Wie gesagt, was ich jetzt, was ja dann auch noch wegen länger dauern wird, ist auf jeden Fall, wenn ich das Dach noch setzen muss. Oh, der war total unintelligent. Ich hoffe, dass ich ihn nicht verliere. Puh. Das war knapp. Den sollte ich nicht in der Leiste unten lassen. Quiznet. So, und dann, schaut es eigentlich so aus, als hätte ich das eigentlich auch noch geschafft. Okay. Gut, auf jeden Fall ist das Ding groß genug. Wie gesagt, ich kann rumlaufen, ich kann dann noch was dazu bauen. Aber ich hätte gesagt, ich mache jetzt für heute Schluss.
Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ciao.